digitale Krems ist im Kernstück der Kunstmeile Krems, die in Zukunft von der Dominikanerkirche in Krems bis zur Minoritenkirche in Stein dann gehen wird. Gegenüber entsteht die neue Landesgalerie Niederösterreich. Also da wird ein neues Kunst- und Kulturviertel in Niederösterreich in der Kulturhauptstadt Krems entstehen. Die Kunsthalle Krems wurde 1991 unter Wolfgang Denk gegründet. Die ersten Ausstellungen haben dann noch in der Minoritenkirche stattgefunden. Und dann im Jahr 1995 wurden hier in der ehemaligen Tabakfabrik die ersten Ausstellungen präsentiert. Adolf Grischanitz war der Architekt und hat hier maßgeblich den Charakter der Räume definiert. Die Kunsthalle in der Tabakfabrik hat zwei Kategorien von Räumen. Einerseits die industriell anmutenden Räume, wie hier die Säulenhalle mit den Holzsäulen, und auf der anderen Seite Räume, die Adolf Grischanitz extra umgesetzt hat, wie etwa die zentrale Halle, die Rampe und der Oberlichtsaal. Die zentrale Halle im Erdgeschoss ist ein mächtiger Kubus mit einem Glasdach bedeckt, auch mit einer Glasfront hin zur Rampe ausgestattet. Diese Glasfront ist mit einer Arbeit von Eva Schlegel auch bestückt. Und dieser Raum eignet sich vor allem für installative Eingriffe, für In-situ-Arbeiten hier in der Kunsthalle. Das von Grischanitz gebaute Stiegenhaus, also diese Betonrampe, ist ein ganz wichtiges architektonisches Element. Es verbindet die einzelnen Raumkompartimente. Man sieht auf der Rampe in die zentrale Halle, kommt dann in die Säulenhalle. Die Säulenhalle ist ganz klar gegliedert in einer dreischiffigen Raumstruktur, wo wir sehr mobil, sehr flexibel mit Zwischenwänden hier agieren können. Mir ist wichtig, dass der Charakter dieser Säulenhalle bestehen bleibt, auch in den kommenden Ausstellungen. Auch wenn man mit Wänden arbeitet, wird diese Säulenreihe bestehen bleiben. Das heißt, die Flucht des Raumes, die Dreischiffigkeit wird immer sichtbar bleiben. Neben der In-situ-Arbeit von Eva Schlegel gibt es im zweiten historischen Stiegenhaus eine Arbeit von Peter Kogler, eine Wandarbeit, eine Wandtapete mit einem Röhrensystem, einem sehr komplexen. So wie auch Eva Schlegel zählt Peter Kogler zu den ganz wichtigen Protagonisten der neuen Medien ab den späten 1980er Jahren in Österreich. Und ich sehe die Arbeit als wichtiges Dokument aus der Gründerzeit der Kunsthalle in den 1990er Jahren. Wie Sie sehen können, befinden wir uns inmitten der Sanierungsphase. Wir werden mit 1. Juli 2017 wieder öffnen. Zum einen mit einer groß angelegten Ausstellung über abstrakte Malerei, Abstract Painting Now, und mit Tobias Pils in der zentralen Halle. Musik